Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim. In der letzten Folge haben wir uns ein sehr schönes Gespräch in Anführungszeichen, mit unserem lieben Kollegen Taranor angehört. In dieser Folge werden wir erstmal einen verschwundenen Braumeister suchen. Ja. Ich habe jetzt mal auf die Framerate geachtet, die ist ziemlich mies gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mein Computer hat ein paar Probleme, aber die gehören eigentlich, also ne, sowas gehört eigentlich nicht dazu, dass die Framerate darunter so dermaßen leidet. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen durchs Reden ablenken lassen. Ja. Prinzipiell müsste es eigentlich noch so funktionieren, aber dass die Framerate bei 12 liegt, ist schon ein bisschen krank. So, wir brauchen aber dringend, fällt mir gerade ein, die Teleportrune von Kabaet. Ich frage mich gerade, wo wir die kriegen. Jetzt ist scheinbar gerade Abend oder Nacht, deswegen es ist jetzt ein bisschen sinnlos, danach zu suchen. Was will die Framerate von mir? Ich werde die Folge noch aufnehmen und danach rebooten, würde ich mal sagen. Davon werdet ihr natürlich nichts mitkriegen. So, das ist unsere Lage für Gegenstände. Können wir hier nirgendwo rasten? Also in Oblivion konnte man das. Hier gibt es noch ein Carbaiter-Zelt. Beste Architektur aus Carbaid. Hauptmann Endlich Drathis. hat wenigstens ein Ach Teil. ja. Wow. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nein. Au, cool. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Zelt gibt. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, das wurde in der Story nicht gezeigt. Also, zumindest in der, die ich gespielt habe, der 1.0 oder. Wobei, zu dem Zeitpunkt, wo ich hier war, war das ja schon ein bisschen weiter. Ja, nichtsdestotrotz werden wir jetzt uns nach diesem, wie heißt der Ort? Nein, Mernitz, Marnitz, irgendwas Nitz aufmachen. Dafür laufen wir strikt in diese Richtung da. So, hier waren wir ja vorhin schon. Nur zu dem Zeitpunkt hatte ich halt noch nicht mit unserem lieben Freund Taranor gesprochen. Und er konnte seinen tollen Monolog nicht abhalten, deswegen. Das haben wir erstmal gemacht. Das passt schon. Ihr habt euch wacker geschlagen, würde. Ja, Stimme, Kopf und Haare passen nicht zusammen. So, hier ein zerstörtes Gebäude. Wahrscheinlich ein Wachturm, irgendwas Militärisches auf jeden Fall. So, und wir begeben uns jetzt mal. Ja. Wir gehen mal auf die andere Flussseite. Gehen, wirklich, wir können ja über Wasser laufen. Wir haben ja dieses Doppeldeutigkeits-Amulett-Ding. Ah, ein Boot. Und eine Trebuchet und ein schwarzer Krater. Interessant. Ach ja, es ist vielleicht das Herlager, zu dem wir uns nicht in die Nähe wagen sollen. Ja, wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Wenn wir angegriffen werden, laufen wir einfach weiter. So, wir müssen da wieder durch praktisch. Können ja mal gucken, vielleicht ist da jetzt zufälligerweise keiner. Kann ja sein. Muss ja nicht mal alles voll mit Gegnern sein. Hallo? Na egal. Vielleicht sollen wir doch nicht rein. Ach, eine Flusskrabbe, interessant. Aber nicht für uns. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal dran vorbei und ignorieren sie. Ist auch besser für sie, ansonsten würde sie den Morgen nicht mehr miterleben. So. Ja, scheinbar will sie uns aber angreifen oder einen Bolt. Egal. Wir ignorieren die Viecher einfach alle. Und spring stattdessen mal lieber ein bisschen wieder aufs Wasser. Was will die Framerate gerade von mir? Können wir auch wieder? Nein, wir können von unten. Also wenn wir schwimmen, können wir bestimmen, ob wir über Wasser laufen wollen, indem wir einfach nach oben gehen. Aber wenn wir über Wasser sind, kommen wir nicht mehr nach unten. Doch. Okay, ich verstehe das System nicht. Egal. So. Dann laufen wir am besten mal über den Weg da, dass wir da auch hochkommen. Wenn ich da andersrum laufen würde, würde ich da von der Felswand stürmen, glaube ich. Irgendwie so war das. Ist der Wolf tot? Ja, ist ja egal. So. Ja, die Musik ist wieder wunderbar aufbauend. Wobei, hier müssen wir nicht runter. Wir müssen nach da oben. Hier laufen wieder ein paar Rehe durch die Gegend. Damit es in der Folge Action gibt, werde ich auch mal eins schießen. Hooray, Action. Ach, ein Lager. Ach, sind wir hier? Ja, wir sind natürlich hier. Alle Wege führen zu diesem Scheißlager zurück. Ja, die Framerate mag mich mal wieder nicht. Egal.
Wir folgen einfach mal dem Reh. Hm, da lag schon wieder ein totes Reh. Ich weiß nicht, vielleicht ist hier auch irgendein anderes Tier dabei, alle anderen Tiere auszumerzen. Interessiert uns aber auch nicht weiter. Wir sind nicht vom Naturschutzbund, wir sind hier vom Magierorden und unser Ziel ist, Arantia zu retten, wieder zu beleben, aus dem Gefängnis zu holen. Und nicht die Viecher zu retten. So, das hier ist Mernitz. Fünf Häuser mit einem eigenen Ortsnamen. Erinnert mich irgendwie an ein deutsches Bundesland. Aber egal, mit wem müssen wir nochmal sprechen? Ja, okay, wir müssen wohl in das Bauernhaus. Machen wir auch mal. Und betreten das Bauernhaus. Oder Braustube. Ach, wir mussten ja mit dem Braumeister sprechen, der ja sein Amulett verloren hat. Machen wir jetzt auch mal. Wer seid ihr? Kommt ihr etwa aus Erotin? Gehört ihr zu den Soldaten? Nett so empfangen zu werden, Nein, ich bin kein Soldat. Malfas sei Dank! Dann wärt ihr vielleicht bereit, mir zu helfen? Es sind diese Soldaten. Sie kommen alle paar Tage hier vorbei und nehmen sich alles, was sie wollen. Und vor einer Stunde haben sie dann meine Waldraut mitgenommen. Ja. Die wollen ihr bestimmt was Schreckliches antun. Glaube ich auch. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Versteht ihr? Ich muss sie retten. Ganz egal, warum ihr zu mir gekommen seid. Wenn wir Waldraut retten können, dann gebe ich euch alles, was ihr wollt. Alles, einfach alles. Ich weiß, wo diese Unmenschen sie hingebracht haben. Um sie dort... Oh Gott, nein, ich will gar nicht dran denken. Na los, komm, naja, eigentlich willst du sie nicht vorstellen, aber... Da waren Synchronsprecher und zu synchronisierender Text sich wohl nicht einig. So, dann laufen wir dem lieben vertrauenserweckenden Braumeister mit seiner Axt mal hinterher. Und hoffen, dass er uns nicht verarscht. So, dahin sehen wir wieder ein paar Wölfe. Mal sehen, vielleicht ignorieren sie uns. Vielleicht können wir einfach von ihnen vorbeilaufen, ohne angegriffen zu werden. Wir laufen jetzt einfach mal strikt unseren Kollegen hier. Ach, ein erkrankter Hirsch. Ach Gott, ist der Kerl blöd. Oh Mann. So, wir kämpfen jetzt einfach mal im Alleingang gegen diesen Wolf und hoffen, dass unser Freund, der Braumeister, nicht stirbt. So. Ah ja, die Viecher sind nicht stark. Das geht gut. Ja, muss akzeptieren den Tod. Guter Junge. So, wir nehmen unser Zeug wieder mit und gucken mal, was unser Freund der Braumeister macht. Okay. Egal, den Wolf hat er getötet und das Reh vertrieben. Mann, bist du stark. So, er läuft natürlich wieder zurück. Na los! Ja, mach was. Hä, kamen wir da nicht her? Ach, nee. Nee, hier kamen wir nicht hin. Oder? Hallo? Achso, er wird noch von dem Hirsch angegriffen. Ja, da haben wir aber auch gerade gesehen, er ist schon ziemlich geschwächt, also wir sollten aufpassen. Hat er gerade Fuck gesagt? Interessant. Ja. Wir opfern dieses Reh mal irgendeinem heidnischen Gott und gehen weiter. Immer unserem Kollegen, wie heißt du eigentlich? Oder bist du zu unwichtig, um einen Namen zu haben? Hallo, wie heißt du denn? Korn. Ach ja, das war Korn. Ich möchte für sie sterben! Ja! Sterben würde ich für sie! Ja, tolle Einstellung. So. Die Zeit, ja, geht noch. Eine Spinne, mal sehen. Korn möchte sich mit der Spinne wohl auch anlegen. Möchte ich wirklich... die schießt mit Frostdingern. Interessant. Wenn wir nach Erotin kommen, denke ich auch hoffentlich daran, wieder Spinnenseide den Quest mal abzugeben. Oder erstmal zum Anzunehmen überhaupt. So, tot. Ja, weil die auch voll Spinnenseide geben, habe ich mich ein bisschen daran erinnert, was ich eigentlich machen wollte. So, Korn ist fast tot. Ich werde jetzt mal nicht heilen davon auf ihn einsetzen. Einfach mal, um zu zeigen, wie sinnlos dieser Zauber ist. Ich denke, auch Korn wird es ohne. Da vorne! Die Höhle ist es! Hoffentlich sind wir nicht zu spät! Wo auch immer hier eine Höhle sieht. Ah, gut. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um Waldraut und deren Entführer. Bis dahin, ciao!